Guten Tag allerseits. Setzt euch, holt euch noch einen Kaffee und einen Muffin. Und zur Erinnerung, die Seminarräume sind eine waffenfreie Zone. Bitte stellt sicher, dass ihr eure Waffen an der Rezeption abgegeben habt. Ich weiß, es ist Schwachsinn, aber das Letzte, was ich brauche, ist, dass einer der O5 sich beschwert, dass einer von euch in der blauen Zone mit seiner Waffe rumrennt. Geht es allen gut? Cool. Das heutige Seminar handelt von einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Realitätsbändiger. Typ Grün, Mary Sue, Bixbys, Gestalter, Zauberer, Götter, Teufel, externe Beobachter, nennt sie wie ihr wollt. Das sind die Typen, die die Realität auf der Basis von Wahrnehmung und Willenskraft verändern können. Ich habe eine Karriere daraus gemacht, diese Typen einzufangen und zu töten, und ihr alle seid hier, um euch zertifizieren zu lassen, dasselbe zu tun. Wollt ihr mein Geheimnis wissen? Dazu kommen wir später. Zuerst möchte ich, dass ihr einen Blick auf die Türen des Seminarraums werft. Fällt euch etwas daran auf? Seht nochmal hin. Welche Türen? Ja, die Türen sind verschwunden. Schaut genauer hin, wenn ihr wollt. Berührt sie. Sie sind nicht da. Die Türen sind buchstäblich verschwunden. Aber das ist okay, oder? Ihr könnt immer noch aus den Fenstern klettern, wenn ihr wollt. Außer dass es da ein kleines Problem gibt. In diesem Raum gibt es auch keine Fenster, oder? Alle Fenster sind verschwunden. Es gibt nichts außer 4 leeren Wänden, eine Decke und einen Boden. Es gibt keinen Ausweg. Aber wie seid ihr hier reingekommen? Na, fangt ihr an ein bisschen auszuflippen? Keine Sorge, atmet einfach tief ein. Es wird alles gut, nur eine kleine Änderung in der Einrichtung des Zimmers. Es ist ja nicht so, als würde etwas Schlimmeres passieren. Ich meine, es könnte schlimmer sein, oder? Wenigstens seid ihr hier drin sicher. Es ist ja nicht so, als würden die Schreibtische lebendig werden, um euch zu töten, oder? Oh, warte. Doch, genau das tun sie. Die verdammten Tische wollen euch töten. Was wollt ihr machen? Wie wollt ihr überleben? Der verdammte Raum ist lebendig und wird euch auffressen. Passt auf die scheiß Tische auf. Wir haben jetzt Zähne. Macht, dass ihr da wegkommt. Sofort. Wollt ihr leben? Dann kämpft. Versucht nicht, es zu leugnen, ihr Wichser. Das hier ist echt. Es passiert wirklich. Das ist eine Realitätsverzerrung und ihr alle werdet sterben, wenn ihr nicht sofort anfangt zu kämpfen. Oh, ich verstehe. Ein echt harter Kerl, hm? Was zum Teufel hast du mit 9mm vor? Wird diese Waffe wirklich etwas bewirken? Gegen einen Realitätsbändiger? Ich kann deine verfickten Kugeln in Sand verwandeln. Ich kann deine Augen in Wackelpudding verwandeln. Ich kann deine Waffe in einen verdammten Bagel verwandeln. Jetzt leg die verfickte Knarre weg und schmeiß dich auf den Boden, du Arschloch. Ich bin ein lebender Gott und du bist nichts weiter als ein verdammtes Insekt. Was ich will? Was ich will? Was zur Hölle brauch ich von einem Scheißhaufen wie dir? Ich will nichts, was du mir geben kannst, außer, dass du mein Spielzeug bist. Und das ist alles, was ihr Wichser sein werdet. Ihr werdet für alle Ewigkeit nichts als Spielzeug von diesem Gottkönig sein. Es gibt kein Entkommen, keinen Aufschub. Ihr werdet leben, wenn ich es sage. Ihr werdet sterben, wenn ich es erlaube. Es gibt nichts außer meiner Fantasie und ihr seid alle Figmente davon. In Ordnung. Mach das Licht an. So, jetzt atmet jeder einmal tief ein und aus. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Geht es euch jetzt besser? Gut, lasst mich euch erklären, was gerade passiert ist. Jeder einzelne von euch hatte gerade einen schlechten Trip. Das ganze Essen auf dem Tisch hinten war mit einem starken Halluzinogen versetzt. Mein eigenes persönliches Rezept. Zusätzlich zu den Halluzinationen macht es einen sehr anfällig für Suggestionen. Kombiniert mit einer einfachen Hypnose und einigen Spezialeffekt-Tricks ist das Endergebnis so nah wie möglich daran, euch zu zeigen, wie sich der Angriff eines Realitätsbändigers anfühlt. Das Hilfspersonal pumpt in diesem Moment ein Gegenmittel durch die Lüftung. Oh, ihr werdet euch gleich richtig scheiße fühlen. Kotztüten findet ihr unter euren Stühlen. Nehmt euch ruhig einen Moment und lasst alles raus. Ich möchte, dass ihr an den Moment zurückdenkt, in dem euch klar wurde, was gerade passiert.
Erinnert ihr euch an dieses Gefühl der Hilflosigkeit? Erinnert ihr euch daran, wie es sich anfühlte, als euch klar wurde, dass die Realität nicht mehr existierte und ihr nichts weiter als Spielzeug für einen feindlichen Geist wart, der alles kontrollierte? Erinnert euch daran, wenn ihr das erste Mal einem Realitätsbändiger gegenübersteht. Wenn ihr jemals auf die Idee kommt, dass man ihn vielleicht einfangen, eindämmen oder ihn vielleicht zur Vernunft bringen könnte, dann erinnert euch daran, wie es sich anfühlte, als ihr den schlechtesten Trip eures Lebens hattet und nichts mehr real war. Dann tötet das Arschloch, bevor er weiß, dass ihr da seid. So, ihr seid jetzt alle zertifiziert. Ihr könnt gehen.